erst einmal ganz herzlich willkommen bei uns. Wir haben ja wirklich einen tollen Ausblick direkt auf den Berlinale-Palast und man spürt die Anspannung immer weiter steigen. Was ist für dich irgendwie was Besonderes bei der Berlinale? Was ist irgendwie diese 10 Tage, die anders sind als alles andere im Jahr? Was ist das für dich? Ja, es ist so besonders. Es liegt so ein toller Flair in der Stadt und alle sind aufgeregt. Es ist wirklich ein Filmfieber und es ist einfach ganz besonders und ich bin auch durchaus aufgeregt und freue mich jetzt schon sehr darauf, wenn es losgeht. Ja. Mittlerweile spielen ja also sowohl Filme logisch eine große Rolle, aber auch das Thema Serien wird ja auch immer größer zelebriert. Wie ist das eigentlich, wenn man selber weiß, okay, wenn ich breit aufgestellt bin, kann ich auch in vielen verschiedenen Segmenten hier eigentlich auch stattfinden? Ist das etwas, was einen sehr positiv stimmt oder wie kannst du das beschreiben? Ja, das ist natürlich toll. Also ich durfte letztes Jahr mit 8 Tage bei der Berlinale Series dabei sein und das war wirklich ganz toll, dass eben die Berlinale auch jetzt eben Serien so dieses Forum bietet und diese Bühne und habe das sehr genossen und insofern ist das sowieso für uns Schauspieler gerade eine wahnsinnig spannende Zeit, dass eben jetzt so viel gemacht wird, so viel gedreht wird, eben Serien, wo man auch Figuren über so einen längeren Zeitraum ja auch erzählen kann. Und ich gehe auch heute mit The New Pope auf Sky online. Und das ist auch sehr aufregend, weil es ist schon in Amerika gestartet, in Italien, in England und heute eben in Österreich und Deutschland. Und das ist eine schöne Gleichzeitigkeit, ja. Der 20.02.20 Berlinale-Eröffnung und eben The New Pope of Sky. Und da passiert dann viel. Ja. Und tatsächlich ist ja, was ich selber auch immer ganz spannend finde, weil ich bin auch selber großer Serien- und Kinofan, Magenta TV bringt ja irgendwie alle Plattformen jetzt irgendwie zusammen. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Ausrede mehr, irgendwas von dir zu verpassen. Wie fühlt sich das an zu wissen? Moment mal, nein, ich schaffe das nicht, nee, das habe ich nicht. Blödsinn, geht alles. Also wie fühlt es sich an zu wissen, jeder kann eigentlich alles von dir schauen? Ja, ist natürlich toll. Ja. Das finde ich gut. Ja. abschließend auch zur diesjährigen Berlinale. Ja. Neben deinem Projekt, was jetzt heute live gegangen ist, aber ist ja Berlinale, gibt es irgendetwas, wo du ein Auge drauf geworfen hast, wo du sagst, boah, da freue ich mich ehrlich gesagt am allermeisten drauf? Ja, ich bin ganz gespannt auf alle Filme. Ich finde es auch ein ganz toller Wettbewerb und finde es auch sehr spannend. Wir haben jetzt eine neue Reihe, die In Transmission, wo ja zwei Filmemacher jeweils ihren Film vorstellen und dazwischen ein Gespräch stattfinden wird. Und das finde ich ganz spannend und da werde ich hoffentlich mir einige anschauen können. Und heute erstmal eine ganz tolle Eröffnung und vielleicht die ein oder andere schöne Party. Genießt es auf jeden Fall. Viel Erfolg mit der Serie. Dankeschön. Musik